Oh, herzlich willkommen zurück nach der Kaffeepause. Dieser letzte Block von heute besteht jetzt aus einem Vortrag und danach haben wir eine 60-minütige Demo-Session. Ich freue mich jetzt besonders, den Robert Klemm vorzustellen. Der wird uns in den nächsten 20 Minuten erörtern, wie man mit dem Street in OpenStreetMap routen kann und wie man verschiedene Routing-Engines unter einen Hut bringt. Genau. Bitte. Ich versuch's, genau. Ja, erstmal herzlich willkommen. Gut, dass ihr noch alle hergefunden habt, auch bei der ganzen Corona-Geschichte. Ich bin extra aus Berlin gekommen, hab's rausgewagt, aus der großen weiten Welt hierher zu kommen. Genau, ich möchte heute einen Vortrag halten über einen Frontansatz, um mehrere Routing-Lösungen in einem WebGIS unterzubringen und darzustellen. Kurz wollte ich erzählen, warum ich das mache, weil es gibt ja relativ viele, welche Grundlagen es gibt. Also will noch mal kurz auf gewisse Routing Engine eingehen. Es gibt ja namhafte Routing Engine, die auch einige Leute vielleicht auch in den Saal kennen. Wie ich das ungefähr umgesetzt habe und was für Ergebnisse rausgekommen sind. Und zum Schluss gebe ich so einen kleinen Fazit dazu. Genau, also meine Motivation ist, sieht gerade die vierte Folie, aber fangen wir mal ganz kurz an. Ja, ich hoffe, ihr kennt mich noch alle. Ich bin Robert Klemm, bin auch schon öfters mal hier gewesen als OSMler-Vortragende und da kommt noch eine Folie, glaube ich, zum Schluss über meinen Abstract. Ich arbeite für die Wehrgroup und arbeite in Berlin und habe auch in Berlin studiert und bin Geoinformatiker und Kartograf und habe in letzter Zeit auch viel mit Routing-Lösungen gemacht, in verschiedenen Projekten, auch bei der Wehrgroup tätig und hatte eben die Motivation, okay, letzter Zeit gab es auf der FOSGIS auch ganz viele Vorträge zum Thema Routing. Es gab verschiedene Lösungsansätze und das hatte mich ja sowieso schon die ganze Zeit ein bisschen interessiert und hatte eben die Motivation, cool, was gibt es? Was gibt es im Bereich Open Source und gibt es kostengünstige Alternativen und kann man die Routing-Daten aktualisieren? Und hat natürlich auch die Motivation, verschiedene Datenquellen, also Routing-Datenquellen, um einen Graphen zu erzeugen, also einen Routing-Graph, wie man bestimmt migrieren kann, kann man denn Customer-Daten, also eigene Daten nutzen? Muss ich nur OSM nutzen? Gibt es auch andere Lösungen? Und das hatte ich mir mal angeguckt und dann hatte ich den entscheidenden Aspekt, dass ich gucken wollte, geht das alles auch in einem Frontend? Und so habe ich auch so von der Herangehensweise bin ich auch herangegangen. Ich habe mir mal die Routing-Lösung angeschaut, Routing Engine in dem Fall. Wie sieht das Routing-Ergebnis aus? Und als WebGIS Entwickler hatte ich so den Ansatz, ich möchte das gerne auf verschiedene Clients eben mir anschauen. Gibt es dann eine einheitliche Lösung, um heranzugehen, um mir das anzuschauen? Im Vorfeld habe ich mich erstmal mit den Routing-Lösungen auseinandergesetzt. OSM ist eine der, gibt es schon relativ lange gewisse Open-Source-Lösungen, Open-Source-Routing-Maschinen, basiert komplett auf OSM. Es gibt gewisse Schnittstellen, dass man auch eigene Daten bzw. externe Daten einbinden kann. OSM, nochmal kurz als Zusammenfassung, bietet eine komplette REST-API-Schnittstelle an, die man eben über antriggern kann, die man nutzen kann. Man kann über OSRM eben ganz normal A nach B Routing, also Routenplanung durchführen. Man kann eben auch Isochrone berechnen, Matrizen berechnen. Also OSRM bietet eigentlich ein gutes Paket, was man eben nutzen kann und bietet natürlich auch gewisse Bereiche an, wie Routing-Beschreibung. Ich habe bestimmte Profile, die drin sind. Und die kann ich eben nutzen, kann natürlich auch als zusätzlicher Entwickler kann man sich überlegen, oh, ich hätte gern mein eigenes Profil und kann das natürlich verschieden eben migrieren und kann auch komplett ein eigenes Routing-Profil schreiben. Was ich eigentlich sehr schön finde, dass man auch seine eigenen Anforderungen niederschreiben muss. Man muss nicht immer die Default-Profile nutzen, die OSM anbietet. Gegenüber habe ich mir dann auch Graphhopper angeguckt. Graphhopper ist
fast identisch wie OSM, ist nur eine andere Plattform, ist komplett in Java geschrieben, OSM in C++. Ist vom Aufbau ein bisschen anders, aber beide teilen sich quasi das schnellste Routing. Also das heißt, über große Distanzen kriege ich sofort mein Ergebnis zurückgeworfen von GraphHopper und von OSM. Und das macht natürlich die beiden Routing-Lösungen das aus. Und ja, ich habe das hier mal gegenübergestellt, mal kurz zusammengefasst. REST-API-Schnittstelle, genauso wie OSM. Ich habe meine Alternativrouten, TSP wird unterstützt. Ich kann GTLF-Daten nutzen, also externe Daten. Und habe natürlich auch Möglichkeiten, verschiedene Routing-Algorithmen zu nutzen. Die muss man aber vorher in der Graphenerstellung natürlich eingeben und konfigurieren. Hinzu kommt, was seit einigen Jahren eigentlich auch schon auf Foskis vertreten war, ist relativ neu noch, ist Valhalla. Valhalla ist eben auch ein Gegenspieler zu den OSM und GraphHopper, bietet eben auch die Möglichkeit, dass es über große Distanzen schnelles Routing-Ergebnis gibt, ist aber vom Aufbau und vom Routing-Ablauf ein bisschen anders als OSM und GraphHopper. Valhalla bietet genauso wie die anderen zwei Routing Engine auch REST-API-Schnittstellen an, die man ganz normal als Entwickler nutzen kann. Man hat Isochrom, bietet fast eigentlich genau dasselbe an, unterscheidet sich aber doch ein bisschen in der Konfigurierbarkeit und von der Skalierbarkeit der Routing Engine von den anderen zwei. Ich kann hier aber auch ganz normal GTFS-Daten nutzen. Und kann auch die Routing-Beschreibung anfragen. Valhalla wiederum man muss im Hintergrund auch im Kopf behalten, dass Valhalla wiederum auch ein Open-Source-Projekt ist. Das sind GraphHopper und OSM auch. Im Zug von Valhalla muss man aber dann noch dazu sagen, dass Valhalla noch relativ neu ist und sehr aktiv weiterentwickelt wird durch die Entwickler. Natürlich ein anderes Open-Source-Modul, sage ich jetzt einfach zu der Datenbank, Routing-Lösung ist PG-Routing in der Datenbank und hat natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal, weil es komplett in der Datenbank routet und ich hier die Möglichkeit habe, komplett eigene Profile zu schreiben. Ich kann meine bestehenden Daten in der Datenbank nutzen und kann die routbar machen und kann darauf den Daten routen. Ich bin nicht unbedingt auf OSM-Daten angewiesen. Ich kann eben auch meine eigenen Daten nutzen und kann eben auf den Vektordaten routen. Hat natürlich auch gewisse Schnittstellen zu GTFS-Daten. Also ich habe das mal gegenübergestellt. Von der Sache her unterscheiden sie sich nicht viel. Der Nachteil hier bei PG-Routing ist, ich habe hier keine REST-API. Ich habe keine Wegbeschreibung. Die muss man separat entwickeln, die wird mit PG-Routing nicht mitgeliefert. Also das heißt, wenn man eine Routing-Beschreibung haben möchte zu meiner gefundenen Route, muss das nachentwickelt werden in der Datenbank, damit ich die habe und nutzen kann. Ich kann hier nur ein Profil in einer Datenbank nutzen. Das heißt, ich habe eine Spalte in der Tabelle, die nur für ein Profil ausgelegt ist und muss dann für verschiedene Profile eben verschiedene Kostenparameter definieren und nutzen. Das sind sozusagen die vier Routing-Lösungen, die ich mir angeguckt habe und dachte, gut, jeder hat sowas, was ich nutzen möchte. Die einen sind gut, die anderen sind besser. Ich dachte, ich versuche mal alle drei zu migrieren und möchte die gern nutzen auf meiner Sicht und möchte die in einem Frontend quasi abbilden, damit ich damit auch, damit ich weiterkomme. Meine Anforderung war, dass ich ein einheitliches Aussehen haben möchte. Ich möchte gern alle Ergebnisgeometrien in einer Farbe haben. Ich möchte das Aussehen einheitlich steuern. Was ich auch möchte, ist, dass ich dezentrale und lokale Routing-Anfragen durchführen möchte. Also externe Anfragen, dass ich einen Routing-Server habe, wie der Foskis Routing-Server, den ich nutzen kann, aber ich kann natürlich auch meine Routing-Engine lokal hosten in meinem kleinen System und möchte gerne darauf zugreifen und meine Routing-Anfragen hinschicken und meine Antwort bekommen. Das war mir wichtig, dass das WebGIS das eben unterstützt oder auf diese Bedürfnisse eingeht. Genauso möchte ich gerne Routing-Beschreibungen haben, dass ich im WebGIS dann auch sehe, wie die Wege verlaufen und ab wie viel Meter ich nach links oder rechts gehen sollte oder abbiegen sollte.
Natürlich möchte ich gerne auch die Funktionalität haben, dass ich bestimmte Routing-Ergebnisse exportieren möchte. Und das sind so die Anforderungen, die ich an das Web für mich gestellt habe. Und hatte jetzt auch überlegt, okay, es gibt eben diese vier Routing-Engine. Hier habe ich nochmal kurz abstrakt das nochmal aufgeschlüsselt. Ich habe, wie gesagt, mit OSM und Graphhopper eben die Möglichkeit, verschiedene Routing-Profile zu nutzen. Kann auch über die REST-API-Schnittstelle auch switchen in der Anfrage. Und genau, die habe ich mal niedergeschrieben. Jetzt war so mein Ansatz, okay, jetzt habe ich vier Routing-Engine, möchte die gerne mal gegeneinander antreten lassen und testen. Jetzt brauche ich einen gewissen Client dazu. Und in der Open-Source-Welt haben wir hier verschiedene Client-Lösungen. Vertreter sind zum Beispiel Leaflet, OpenLayers, QGIS. QGIS hat ja ein eigenes Plugin dafür, für den Routing-Abteilung. Und es gibt auch als Web-Client auch den MapVendor. Und hatte jetzt überlegt, welche von den vier nutze ich denn, um ein einheitliches Aussehen zu nutzen. Und hatte mir dann in dem Fall, weil es für ein Projekt bestimmt war, überlegt, okay, ich nehme die bestehende Infrastruktur, möchte jetzt keinen großartigen Entwickleraufriss durchführen und habe mich dann für den MapVendor entschieden. Und habe natürlich durch diese MapVendor-Bundle-Vererbung mir ein eigenes Bundle geschrieben und hat in dem Fall habe ich versucht, alle drei Routing-Lösungen einheitlich unterzubringen in dem Bundle. War natürlich war auch ein großer Aufwand, weil REST-API-Schnittstellen sind dokumentiert, die kann man nutzen. BG-Routing ist an sich auch sehr gut dokumentiert, ist aber eine reine Datenbankanwendung. Also man muss quasi in dem Routing-Bundle gewisse Normalisierungsschritte durchführen, damit man einen einheitlichen Fokus hat und einheitliche Daten, die man im Client nutzen kann. Das war also für mich die Herausforderung, auch in der Programmierung. Und hatte natürlich auch den Ansporn, dass man auch externe Dienste einnutzen kann. Also ich hatte am Anfang eben OSM genutzt, wie gesagt den externen Dienst, in dem Fall war es noch Mapbox. Und hatte dann überlegt, okay, es gibt von Graphhopper ja auch eine externe Schnittstelle. Ich will jetzt nicht unbedingt einen Graphhopper-Server lokal hosten oder hochfahren oder aufsetzen. Warum benutze ich denn nicht gleich die Graphhopper-API? Ist ja für Entwickler oder für kleine Routing-Anfragen kann man das nutzen. Und weitläufig gedacht, muss man ja nicht unbedingt einen lokalen Serverdienst erstellen. Man kann ja auch APIs nutzen. Deswegen war auch mein Fokus auf, dass man Routing-APIs extern gehostet sind, auch mit einem Token abgesichert sind, dass man die nutzen kann. Ja, mein Fokus war dann auch die Nutzung der bestehenden Infrastruktur. Das hatte ich ja schon gesagt. MapVendor war eine. In dem Fall in dem Kundenprojekt gab es auch PG-Routing und wollte natürlich auch die Daten nutzen von dem und damit ich verschiedene Szenarien mal durchtesten konnte. Natürlich wichtig ist, auch wie man das kennt, ich möchte ganz normal Start-Ziel-Punkte setzen. Auch möchte ich gerne ein paar Zwischenpunkte setzen, also so im klassischen Sinne, wie man das ja von OSM, Graphhopper auch kennt. Das möchte ich gerne natürlich auch in meinem Webclient nutzen. Natürlich auch dann als Entwickler oder in dem Fall als normaler WebGIS-Nutzer möchte ich ja auch normalisiert meine Daten über das Aussehen steuern. Und in dem Fall gibt es eine Möglichkeit, dass man nicht ständig im Programmiercode die Farbe ändert, sondern dass man das über eine GUI oder ein Webclient in dem Fall, in dem Webclient, dass man das dann umstellt oder einstellt. Andererseits sollte mein Routing-Bundle eine Routing-Beschreibung darstellen. Das war eine leichte Herausforderung. Also bei OSM und REST-API-Schnittstellen war das relativ einfach. In der Datenbank, hatte ich am Anfang schon erwähnt, in PG-Routing ist es ein bisschen schwieriger, weil PG-Routing eine Routing-Beschreibung an sich ja nicht mitgibt oder mitliefert. Das muss man über SQL-Selects
in dem Fall in der Datenbanksprache, erstmal generieren, damit man das Ergebnis eben parsen und filtern kann und das wiederum in einer bestimmten Normalisierung mit den anderen zwei REST-API-Schnittstellen vereinheitlichen kann. Das war ein großer Schritt und hat mir auch ein bisschen Nerven und Zeit gekostet, weil man bestimmten Stellschrauben immer ein bisschen nachjustieren musste, damit man einen einheitlichen Fokus hat, besonders in der Richtungsangabe. Und und wichtig ist natürlich, in dem Fall kam von dem Kunden, ich möchte gerne drucken können und möchte gerne das Routing-Ergebnis als Web-Client dargestellt haben. Im groben Aspekt habe ich das mal, ich habe jetzt viel gesprochen, so schnell schon, okay, habe ich jetzt das Routing-Bundle mal abstrakt dargestellt. Man sieht die drei Vertreter. Wir hatten in unserem Projekt auch eine Schnittstelle zum externen Client, das ist das MOPS, und nutzt quasi den MapBender-Bundle als Server-Client, um die Anfragen zu parsen. Genau, kurz und knapp, das ist das Aussehen von den einzelnen Backend-Elementen, wie man die Farbe einstellt. Man kann eben auch die Suche einstellen und, wenn man das auch möchte, auch andere Elemente. In verschiedenen Projekten haben wir das dann eingebaut. Hier ein Fall mit Grasshopper. Ihr wird sehen, es sieht alles fast gleich aus. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Man sieht jetzt hier keine Grasshopper-spezifischen Sachen. Die sind natürlich alle im Backend durchgeführt und sieht alles einheitlich aus. Das war ja auch das, was wir wollten. In dem Fall auch mit dem MOPS als Anbindung, dass wir auch verschiedene Routing-Schnittstellen eben nutzen können. In dem Fall ist das hier von OSM die TSP-Geschichte, die über einen bestimmten Web-Client eben auch angesprochen wird. Ganz aktuell das Geoportal von Frankfurt, das ist das Schulrouting, deswegen ist das hier ausgiebig. Das benutzt zum Beispiel PG-Routing als Datengrundlage und eigene Vektordaten. Und hier hat man das so, dass man eben eine Routing-Anfrage stellen kann, kann das drucken und das Druckformat sieht dann so aus. Man hat ein ganz normales Template und ich habe rechts meine Routing-Beschreibung dazu, die genau identisch ist wie im Frontend. Hinzu kommt auch in der Datenbank, dass wir auch verschiedene Routing-Sachen eingehen können. Das ist jetzt ein namhafter Projekt eben auf verschiedene Leitungsdaten. Und hier haben wir zwei Alternativrouten auf bestimmte Leitungsdaten, die wir routen können. Hinzu kommt auch, dass wir eine ISO-Distanz durchführen können über PG-Routing. Und haben eben den Vorteil, dass wir über einen bestimmten Punkt sagen können, bitte route in alle Richtungen, 1000 Meter oder einen bestimmten Meteranzahl. Und wir können dann eben sehen, was sind 1000 Meter in einer Leitung und sehen dann, wo er über hingeht. Andererseits haben wir dann auch die Möglichkeit, dass wir auch Abschaltungen durchführen können. Ja, jetzt bin ich kurz durchgerannt. Ich weiß nicht, wie viel habe ich noch? 2 Minuten, na, das passt ja. Genau, jetzt habe ich viel gequatscht und auch ein bisschen was gezeigt. Wir haben das vor, in der Wehrgroup auch diesen Stand, den ich jetzt kurz gezeigt habe, in den MapBender einfließen zu lassen, dass es auch defaultmäßig auch dabei ist. Wann das geplant ist, kann ich nicht sagen, aber es ist geplant. Andererseits soll auch im Ausblick weiter auf das Frontend eingegangen sein. Wollen wir weiter eingehen, in dem Fall, dass wir User-Interface-Interaktion, dass die verbessert wird. Wir wollen Responses Design weiter durchführen. Genau, Valhalla hatte ich erzählt, dass wir das als separaten Routing-Treiber mit anbieten, dass man eben 4 verschiedene Routing-Treiber in einer Anwendung nutzen kann. Die Alternativrouten, dass das weiter vorangetrieben wird und wie man das auch kennt, dass gewisse Höhenprofile zu der einzelnen Route mit angezeigt werden. Genau, jetzt bin ich durchgelaufen und ich bin somit fertig mit meinem Vortrag. Genau, hier hinten ist die Folie, die ist da hinten gewandert, wer noch Fragen hat. So, vielen Dank für deinen Vortrag, vielen Dank auch fürs pünktliche Fertigwerden. Jetzt haben wir genug Zeit für Fragen. Einmal da in der Mitte, bitte.
Gab es denn jetzt wirklich auch Beispiele, wo verschiedene Routing-Engines dann auch angesprochen wurden? Also es sah jetzt immer so aus, als hätte jeder Anbieter, man hätte sich ein einheitliches Frontend, aber mehr oder minder hat man sich immer für eine Routing-Engine entschieden. Es gab auch ein Beispiel, die Folie habe ich, die ist leider verschwunden, sehe ich mich. Das habe ich mich gewundert, die war eigentlich drin. Da hatte ich quasi zwei verschiedene Routing-Anbieter und habe die gegeneinander sozusagen spielen lassen und habe über einen Routing-Anfrage habe ich OSM genutzt und einmal mit Graphhopper und man sieht dann eindeutig, ja, von der Routing-Beschreibung her, dass es gewisse Unterschiede gibt, aber beide routen gleichzeitig in der gleichen Datenbank oder in den externen Service. Das, die Folie war leider nicht mit drin, tut mir leid. Vielen Dank. Okay. Weitere Fragen? Vielleicht eine Frage meinerseits. Ja. Hat sich eine Routing-Engine herausgestellt, dass die wesentlich schneller arbeitet als andere? Gibt es da auf der Ebene irgendwie eine Auswahl, die man treffen würde? Also die Auswahl muss man hier genau trennen. Also die Datenbankanwendung PG Routing ist über gewisse Distanzen natürlich benachteiligt, weil die dafür gar nicht ausgelegt ist. OSM und Graphhopper und Valhalla, die sind auf große Distanzen natürlich, dafür sind sie ja programmiert worden, sehr schnell. Und da gibt es kleine minimale Abweichungen. Also das, wenn man jetzt einmal von Moskau nach Berlin routet oder von Moskau nach Spanien, man sieht da ein paar Millisekunden Unterschied. Beide arbeiten aber eigentlich sehr schnell und sehr gut für die Richtung. Ja. Weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, bin ich mir sicher, dass Robert auch nachher noch für weitere Fragen zur Verfügung steht. Bitte noch einmal um einen Applaus für unseren Vortragenden.